Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach der Sitzung des Bayerischen Ministerrats. Es informieren Sie heute Staatskanzleiminister Dr. Florian Herrmann, Gesundheitsminister Klaus Holleczek, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Verkehrsminister Christian Bernreiter. Herr Staatskanzleiminister, bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank und ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite zur heutigen Pressekonferenz nach der Sitzung des Bayerischen Ministerrats, die wie immer unter der Leitung des Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder im Ministerratssaal der Bayerischen Staatskanzlei stattgefunden hat. Wie Sie an der Anwesenheit der drei Kollegen sehen können, waren die Schwerpunktthemen heute Gesundheit, Energie und Verkehr. Die Kollegen werden dazu gleich auch selber natürlich Ihre Ausführungen machen. Ich würde gern kurz zwei Punkte ansprechen. Zunächst noch darüber berichten, dass wir heute neben diesen Themen auch zwei Gäste im Kabinett hatten, nämlich die Vorsitzende und den stellvertretenden Vorsitzenden des Bayerischen Ethikrats, Frau Breit-Kessler und Herrn Professor Nasi. Wir haben uns im Kabinett mit beiden ausgetauscht über die Arbeit, die Stellungnahmen des Ethikrats, des Bayerischen Ethikrats. Es handelt sich dabei ja um ein Beratungsgremium der Bayerischen Staatsregierung, das im letzten Jahr verschiedene Papiere, schwerpunktmäßig damals noch Corona, verfasst hat, in diesem Jahr zu anderen Themen, insbesondere zur Frage im Kontext der Sterbehilfe. Aber es geht eben nicht nur um Papiere, sondern auch um den unmittelbaren Austausch. Und es war heute eine sehr interessante Runde mit den beiden Vorsitzenden zu diskutieren. Wir haben dann auch festgestellt, dass gestern ja wieder diese Aktionen stattgefunden haben, inklusive Verkehrsstörungen, zum Teil erheblichen Verkehrsstörungen mit diesem Festkleben. Also das Bayerische Kabinett, die Bayerische Staatsregierung steht nach wie vor auf dem Standpunkt, dass die Klimaproteste, wie wir sie gestern wieder in München erlebt haben, keine Demonstrationen sind, sondern eben strafbare Handlungen, die mit Ansage, mit Ankündigung durchgeführt werden. Aus unserer Sicht ist es daher unverständlich, dass das Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt die Aktion von sich aus quasi vorsorglich als Demonstration eingestuft hat, und zwar sogar entgegen dem ausdrücklichen Wunsch der Organisatoren selber, die das ja von sich gewiesen haben, die deshalb ja auch am normalerweise üblichen Kooperationsgespräch nicht teilgenommen haben und die gesamte Vorgehensweise der Landeshauptstadt von vornherein boykottiert haben. Aber trotzdem wurde damit die Arbeit der Sicherheitskräfte, der Polizei erheblich erschwert, denn die Polizistinnen und Polizisten standen gestern parat, um den Rechtsstaat zu verteidigen. Stattdessen werden sie aber durch diese Aktion des KVR in der Ausübung ihres wichtigen Dienstes behindert. Das ist meiner Meinung nach ein falsches Signal, und zwar ein völlig falsches Signal, zum einen an die Polizistinnen und Polizisten, deren Aufgabe es ist, ja, ist im Auftrag der Gesellschaft Recht und Gesetz anzuwenden, und deshalb kein gutes Signal für die Polizistinnen und Polizisten, aber natürlich auch für die Bürgerinnen und Bürger, die diese Form der Protestaktionen zum ganz überwiegenden Teil ablehnen und eben zu Recht ein konsequentes Vorgehen der staatlichen Behörden fordern. Wir haben uns dann mit dem Thema Corona beschäftigt. Wir haben das ja letzte Woche schon hier auch erörtert. Es hat sich seitdem nicht geändert, dass Bayern, was die Entwicklung, die Dynamik der Pandemie betrifft, auf Platz 16 ist. Wir haben aktuell eine Inzidenz von 107,9. Baden-Württemberg liegt auf Platz 17 mit 129,7. Der deutsche Bundesschnitt ist 204,2. Also es ist eine sehr stabile Entwicklung aktuell. Und deshalb hat das Bayerische Kabinett heute auch entschieden, die 17. Corona-Maßnahmen-Schutzverordnung zu verlängern, und zwar bis zum 20. Januar. Allerdings mit einer wichtigen Änderung, nämlich die Pflicht im ÖPNV, eine Maske zu tragen, läuft mit dem Auslaufen der
Verordnung zum 9.12. aus und wird nicht verlängert. Es wurde auf Initiative des Ministerpräsidenten ein Vorschlag des Gesundheitsministers unterbreitet, den er auch natürlich selber noch vortragen wird. Jedenfalls handelt es sich um eine verantwortungsvolle Abwägung aller Aspekte, die einfach vor uns liegen. Das sind in erster Linie epidemiologische, medizinische Aspekte, aber natürlich auch juristische. Und insgesamt muss eben eine Gesamtabwägung stattfinden, die in dieser Lage der Pandemie zu dem Ergebnis führt, dass eben die Eigenverantwortung jetzt wieder stärker im Vordergrund stehen kann. Klar ist natürlich auch, es handelt sich dabei nicht um ein Maskenverbot, ganz im Gegenteil, die Maske schützt weiterhin ebenfalls. Es ist auch sinnvoll, aus verschiedenen anderen Gründen eine Maske zu tragen, weshalb wir das auch weiterhin empfehlen. Nur die Pflicht dazu soll mit Ablauf des 9.12. entfallen. Ja, meine Damen und Herren, ich darf das gerne ergänzen. Die Notwendigkeit, über dieses Thema zu beraten, gab sich einfach aus dem Zeitablauf, dass die Verordnung jetzt ausläuft. Und insofern haben wir das gemacht, was wir immer angekündigt haben. Wir haben neu beurteilt. Wir haben dazu einbezogen, was das LGL uns in einem wöchentlichen Monitoring sagt, welche Maßnahmen notwendig, weitere Maßnahmen angebracht. Ich habe sehr viele Gespräche geführt, auch mit Expertinnen und Experten, durchaus auch unterschiedliche Meinungen vorgefunden. Es ist auch ein Abwägungsprozess, der mir persönlich nicht immer leicht gefallen ist, weil es für und dagegen immer wieder Argumente gibt, die man auch bewerten kann und bewerten muss. Im Kern ist es aber so, auch nach der gestrigen Diskussion der GMK, wo man gesehen hat, manche haben halt Verordnungen, die länger laufen, die gehen jetzt einfach nicht raus, weil die noch in dieser Verordnung drin sind. Manche bewerten neu. Ich glaube, heute Sachsen-Anhalt wird auch noch mal heute neu bewerten im Lichte der Infektionsschutzverordnung vor Ort. Schleswig-Holstein hat angedeutet, dass sie zum Ende des Jahres wohl eine Entscheidung treffen, die auch in unsere Richtung geht. Haben wir jetzt diese Entscheidung getroffen? Ich halte die auch für richtig und verantwortbar, vor allem auch aus verschiedenen Gründen, die ich noch mal darstellen will. Wir sehen, dass in Europa von 27 Staaten bei 23 Staaten keine Maskenpflicht mehr ist. Gerade auch um uns herum ist die Maskenverpflichtung im ÖPNV aufgehoben worden. Wir nehmen wahr, dass wir bei den Atemwegserkrankungen im Moment einen Stand haben von SARS-CoV-2 6%, in Bayern 5,8%. Influenza 36% und RSV 19%. Sie sehen also, die Gewichtungen haben sich verschoben. Und wir müssen dem natürlich Rechnung tragen, dass im Infektionsschutzgesetz 28b drinsteht, dass Maskenpflichten im ÖPNV dann angeordnet werden können, wenn sie zum Schutz des Coronaviruses notwendig sind und eine Überlastung des Gesundheitssystems angezeigt ist, also kumulative Verbindung darstellt. Und jetzt, wenn ich Ihnen die Zahlen noch mal vortrage, 6% SARS-CoV-2, 36% Influenza und RSV 19, dann ist an diesem Punkt im Moment zumindest die Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme wohl nicht mehr gegeben. Und wir nehmen natürlich das schon sehr ernst, was wir auch aus Urteilen dann immer wieder auch gesagt bekommen, zum Beispiel beim Thema Ausgangsbeschränkungen, wo es ja auch um die Verhältnismäßigkeit ging, dass wir das werten müssen und abwägen. Deswegen sind wir aus diesen Gesichtspunkten zu dieser Entscheidung gekommen. Aber ich will auch deutlich sagen, in den Gesprächen mit vielen Ärzten und anderen war schon klar, dass die wünschen, dass die Maske ein Thema der Empfehlung, und zwar einer stringenten Empfehlung, bleibt, weil gerade auch andere Atemwegserkrankungen steigen, wie die Grippe oder auch der RS-Virus. Deswegen können wir die Verpflichtung daran nicht knüpfen. Aber wir werden auch deutlich machen, dass die Maske ein wichtiges Instrument bleibt, um sich selber zu schützen und andere zu schützen. Das kann man übrigens im ÖPNV natürlich selber dann auch tun, wenn man eine gut sitzende FFP2-Maske trägt, die ja auch im ärztlichen Bereich angewendet wird. Dann hilft die im Bereich, wo ich reingehen muss, weil ich auch den ÖPNV zum Beispiel benutzen muss und mich freiwillig bei anderen Dingen entscheide. Aber da gibt es ja für manche Menschen auch den Zwang zu sagen, ich muss damit fahren, ist trotzdem ein Schutz gegeben, der aber eben jetzt in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen liegt. Trotzdem wird der Appell bleiben, dass wir bei der Maske einen wichtigen Schutzfaktor sehen, und wir werden das auch in unserer Kommunikation sehr deutlich machen. Den Rest haben wir weiter fortgesetzt bis zum 20. Januar. Es sind nach wie vor die Basisschutzmaßnahmen des Bundes, vor allem in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeeinrichtungen, die ja weiter gelten. Auch das Thema des Testens, das ist auch richtig, weil da natürlich der Blick nach wie vor auch auf diese Einrichtungen besonders geht. Das vielleicht
in aller Kürze nochmal zu dem Thema Maske. Ich würde aber gerne noch ergänzen um zwei weitere Bereiche, die wir heute auch diskutiert haben. Das ist die Frage des RS-Virus. Sie wissen ja, dass wir dort auch eine Situation haben, die sehr angespannt ist im ambulanten und im stationären Bereich. Wir haben ja da sehr frühzeitig jetzt schon auch mit Expertinnen und Experten versucht zu sagen, was können wir tun? Auch der Bundesminister ist an dem Thema dran, Stichwort Personaluntergrenzen aussetzen, wobei ich mit dem Instrument immer sehr vorsichtig bin. Das kann nur die Ausnahme sein, weil das Personal ja eigentlich geschützt werden soll. Aber in dieser Situation kann es natürlich eigentlich keine Sanktionen geben, wenn man Kindern hilft, weil einfach zu viel Personalausfälle da sind. Deswegen ist es richtig. Es ist auch richtig, Bürokratie zurückzudrängen, das Thema der Atteste. Wir sind morgen in einer Schalte mit den Bezirkskoordinatoren. Auch das LGL wird sich nochmal zentral in die Frage mit einbringen. Wie können wir da kurzfristig helfen? Also das Landesamt für Gesundheit mit der Frage Steuerung der Patientenströme unter den Kliniken, ein Instrument, das in der Pandemie sich bewährt hat, das wir Gott sei Dank weiterhaben, weil wir das Krankenhausgesetz frühzeitig geändert haben und unabhängig vom Katastrophenfall gestalten können. Also wir werden morgen noch mal in dieser Runde schauen, was wir dort noch weiter tun können. Wir konnten aus dem Pandemiezentrallager auch mit Monitoren helfen zur Überwachung von Patientinnen und Patienten. Also man sieht, dass auch dieses Thema sich bewährt hat, eine gewisse Bevorratung anzulegen. Ich lasse im Haus auch gerade prüfen, ob wir bei Medikamenten in Zukunft eine gewisse Bevorratung vielleicht brauchen könnten. Ich bin da noch nicht abschließend zu einer Schlussfolgerung gekommen, aber unter dem Lieferkettenmangel, den wir haben, muss man auch solche Dinge in Erwägung ziehen. Und wir haben heute beschlossen, und da bin ich sehr dankbar, dass wir den Kinderkliniken, wir haben 43 Krankenhäuser mit der Fachrichtung Kinder- und Jugendmedizin, 5 Millionen zur Verfügung stellen, kurzfristig, um nochmal in dem Bereich nachsteuern zu können, bei Überwachungsinstrumenten, bei Entlastungsmaßnahmen. Und wir werden dazu das Programm in Kürze auflegen und da nochmal einen Akzent auch für Kinder- und Jugendmedizin des Freistaats Bayern kurzfristig setzen, um auch Entlastung in dem Bereich zu bringen. Letzte Bemerkung. Karl Lauterbach hat heute die Eckpunkte einer Krankenhausreform vorgestellt, die ich vom Grundsatz in der Überschrift für richtig halte. Mehr Medizin, weniger Ökonomie. Eine Reform der Fallpauschalen. Ich glaube, das ist der richtige Weg, den wir schon lange angemahnt haben. Wir werden jetzt sehen, wie das im Detail aussieht. Das ist ein sehr theoretischer, bürokratischer Ansatz im Moment noch, um das vorsichtig zu sagen, weil er ja eigentlich keinen Wert darauf gelegt hat, dass die Praxis, also auch die Länder und die, die da vor Ort die Verantwortung tragen, mit einbezogen worden sind. Wir haben parallel zur Pressekonferenz die Unterlagen bekommen. Ja, das kann man jetzt werten, wie man will, was Kommunikation angeht. Immerhin war es nicht in der Talkshow. Aber man muss einfach daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass wir das jetzt wirklich mal genau anschauen müssen. Es sind 128 Leistungsbündel vorgesehen in verschiedenen Versorgungsstufen, die dann abgebildet werden. Was bringt es für die ländlichen Räume? Wie ist es dann mit dem kompatibel, was wir wollen, dass eine gute Versorgung wohnortnah im ländlichen Raum stattfinden kann? Natürlich werden wir Veränderungsprozesse haben, das ist ja klar, aber die müssen natürlich für die Menschen passen. Stichwort Notfallversorgung, ein ganz zentrales Thema. Und deswegen müssen wir ganz genau hinschauen, ob jetzt auch über diese Finanzierungsströme nicht auch eine Planungshoheit des Bundes entsteht, aus Berlin raus, indem man eben sagt, es werden nur noch bestimmte Leistungen finanziert, die dann für kleinere Krankenhäuser letztendlich zum Ausführen. Das wollen wir nicht. Deswegen werden wir das nochmal ganz genau auch anschauen. Und man muss nochmal hinschauen, wo kommt denn das Geld her, das jetzt für die bessere Finanzierung der Vorhalteleistungen, die richtig ist, hergenommen wird, sind es Umschichtungen im System, wird der Gesundheitsfonds noch weiter reduziert zulasten anderer Versorgungsstränge und wo sind die dann notleidend letztendlich, wenn eben da das Geld fehlt. Also etliche Fragezeichen noch. Grundsätzlich ist es aber wichtig, dass eine Reform kommt, dass wir jetzt das System tatsächlich genau anschauen. Am wichtigsten ist, und dabei bleibe ich, dass wir das Personal stärken. Die Arbeitsbedingungen und auch die Strukturen für das Personal müssen unabdingbar gestärkt werden. In jeder Situation, in der wir jetzt sind, geht es nicht um die Frage, dass kein Bett haptisch da ist, sondern es geht immer um die Frage, dass die Ressource Mensch fehlt. Und deswegen ist es unabdingbar, dass die auch an erster Stelle bei allen Reformen und bei allen Bemühungen steht, damit wir diese Signale auch deutlich haben. Das Pflegepersonal und die Ärztinnen und Ärzte sind das Wichtigste im System und müssen auch ausreichend finanziert werden und die Arbeitsbedingungen so gestaltet werden, dass nicht immer mehr
auch sagen, die Leiharbeit ist das attraktivere Berufsfeld im Vergleich zu den regulären Arbeitsverhältnissen. Dann Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, bitte schön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben mitbekommen, dass in den letzten Wochen und Monaten in Bayern sehr viel passiert ist beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir stehen ja mitten in einem beginnenden Windkraftboom, haben hier jetzt Dutzende Anlagen in der Genehmigung, die auch in Kürze genehmigt sein werden, haben viele, die in wenigen Wochen ans Netz gehen werden und haben hunderte Anträge auf neue Windkraftanlagen in der Planung. Also es wird sich richtig was bewegen. Sie sehen dasselbe bei PV. Und Sie wissen auch, dass Bayern das stärkste Land in Deutschland ist bezüglich der Bioenergie, der Biomasse, der Biogaskraftwerke. Und leider Gottes hat uns hier der Bund in den letzten Wochen massiv verunsichert und kein Tag vergeht, an dem sich nicht diese Branche aus den erneuerbaren Energieträgern an uns wenden würde mit Zukunftssorgen und mit dem Hinweis, dass eben derzeit alle Investitionen auf Eis liegen, niemand in eine Biogasanlage investiert, weil eben der Bund mit seiner angedrohten Erlösabschöpfung hier die Branche völlig verunsichert. Es hat natürlich die EU hier den ersten Stein ins Wasser geworfen mit der Aufforderung, dass man hier Erlösobergrenzen einziehen müsse. Man will eben die hohen Strompreise anderweitig gegenfinanzieren, indem man die Produzenten der Energien heranzieht und nicht dulden will, dass die Geld verdienen. Aber es ist mittlerweile so, dass sie Geld mitbringen müssten, wenn das umgesetzt würde, was der Bund hier vorhat. Es war ja zunächst geplant, rückwirkend bis März diesen Jahres bei den erneuerbaren Energien, namentlich auch bei der Biogasanlage, den Erlös abzuschöpfen, was massiv in eine Umsatzabschöpfung hineingegangen wäre, bei 18 Cent den Deckel drauf und dann alles, was darüber geht, an den Staat quasi abzuführen, würde dazu führen, dass sie bei der Bank Geld aufnehmen müssten, um das Geld abzuliefern, weil eben die Substratkosten deutlich gestiegen sind, sei es Mais oder andere Güter, die vorher in die Biogasanlage reinkommen, damit hinten Strom rauskommt. Das ist alles massiv teurer geworden. Die Betriebsstoffe sind deutlich teurer geworden und insofern ist es völlig fatal, hier so vorzugehen. Wir haben in Berlin protestiert, der Bund hat dann zurückgezogen von 1. März auf 1. September. Auch das haben wir nicht geduldet. Jetzt heißt es 1. Dezember und wahrscheinlich bis Ende nächsten Jahres, wobei Brüssel nur sagt, von Dezember 22 bis Juni 23 müsste eine Erlösdeckelung quasi stattfinden und Brüssel verlangt die Kriterien nicht so streng, wie sie der Bund derzeit anlegt. Und deshalb ist unsere Forderung, und wir werden das mit einer Bundesratsinitiative aus der bayerischen Staatsregierung heraus Richtung Berlin untermauern, dass wir sagen, wir brauchen mindestens bei der Biogasanlage diese 18 Cent plus 10 Cent, wenn Sie schon meinen, dass Sie überhaupt einen solchen Deckel einziehen müssen. Wir brauchen das auch bei allen anderen Biomasseanlagen und wir brauchen bei Wind und Sonne deutlich auskömmlichere Preise als das, was der Bund derzeit vorschlägt, nämlich die Vergütung aus dem EEG plus eventuell 3 Cent Puffer. Wir wissen, dass ein Windrad zu errichten heute ja mittlerweile eher 10 Millionen Euro kostet als 5 Millionen Euro, dass wir hier Preissteigerungen von 30% hatten in den letzten 2 Jahren und eben derzeit dann niemand in ein Windrad investieren würde, wenn wir ihm einen so strikten Erlösdeckel einziehen. Er tut das deshalb, um am Ende auch Geld zu sehen. Es wäre fatal, wenn wir in Bayern jetzt die 10H-Regel massiv gelockert hätten. Die Investoren eigentlich sagen, jetzt geht endlich was, die Kommunen mitziehen, die Bürger mitziehen, die Proteste gegen Windräder ja nicht mehr so laut sind wie noch vor kurzem. Und jetzt würden wir diese Anlagen wirtschaftlich verhindern. Das wäre wirklich ein Schildbürgerstreich sondersgleichen. Deshalb diese Bundesratsinitiative Bayerns, wie gesagt, bei Biogas und Biomasse deutlich mehr Realitätsbezug, damit die weiter investieren können. Und einige Details in der Richtung. Wir wollen diese 1 Megawatt
Grenze nicht bei der installierten Leistung sehen, sondern bei der Bemessungsleistung. Wir wollen auch Satellitenanlagen jeweils einzeln sehen und nicht addiert, womit man dann schneller über die eine Megawatt hinauskommt und viele Anpassungen mehr, auch Schluss dann wirklich Juni 23 und nicht irgendwo willkürlich verlängert. Das sind Dinge, die wir hier einspeisen wollen und einspeisen müssen, weil ansonsten die Biogasbranche uns wegbricht. Und wir fordern dasselbe eben auch bei Wind und Sonne, hier wirklich jetzt diesen Energien Schwung zu geben und nicht durch ein grünes Bundeswirtschaftsministerium abzuwürgen. Letzter Satz noch zum Thema der Härtefallregelungen, die wir ja in Bayern planen und hier in den Schlussrunden der Gespräche auch mit den Verbänden sind. Ich will hier durchaus ganz gezielt auch die Handwerkerorganisationen und so weiter einbinden, um zu hören, was denn deren konkrete Probleme sind, wie hoch die Energiekosten sind, wie sich die Preissteigerungen ausgewirkt haben. Wir wollen eben Existenzgefährdung abwenden, also Betriebe, die in die Existenzgefährdung geraten aufgrund der jetzt hohen Energiepreise, die wollen wir unterstützen, indem wir einen Teil der hohen Energiepreise staatlicherseits in Bayern übernehmen, damit diese Betriebe eben nicht in die Insolvenz gehen, die ansonsten ordentlich wirtschaften würden. Und ich sehe hier auch ein Tohuwabohu auf Bundesebene, dass hier diese Vervierfachung der Energiekosten und teilweise in Koppelung mit 8% Energieintensität der Betriebe, dass das der Situation, der wirtschaftlichen Situation draußen nicht gerecht wird und wir viele Betriebe hätten, die trotzdem in die Insolvenz gehen. Also auch hier der Vorstoß nochmal dann auch über den Herrn Ministerpräsidenten bei der Runde der Ministerpräsidenten zu versuchen, dass wir hier andere Kriterien kriegen, als es der Bund sich derzeit vorstellt. Und wir haben ja seit 1. Dezember auch zur Information für alle Betriebe, die es noch nicht gehört haben sollten, die Möglichkeit über die LFA Energieliquiditätskredite zu beantragen, wo eben dann die Hausbank besichert wird durch die LFA, die sagt, okay, du kennst den Kunden, du gibst ihm den Kredit, wir bürgen für einen hohen Teil dieses Kredits, sollte die Firma trotzdem pleite gehen, damit die Hausbank nicht drauf sitzen bleibt. Diese Möglichkeit besteht bei uns und im Januar wollen wir dann eben die bayerische Härtefallhilfe hinterher schieben. Vielen Dank. Und zum Abschluss Verkehrsminister Christian Beirater, bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben uns heute im Ministerrat mit mehreren Themen aus meinem Ressort beschäftigt. Zum einen mit Bau und mit Holz, das sogenannte Umwandlungsverbot und mehrere Verkehrsthemen, mit denen ich auch beginnen möchte. Da ist zum einen das Thema 365-Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler und Auszubildende. Seit August 2020 bzw. 2021 gibt es ein verbundweit gültiges 365-Euro-Ticket in den Verkehrsräumen rund um München, Nürnberg, Würzburg, Regensburg, Augsburg und Ingolstadt. Und damit ist das Ziel aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Circa 60% der Schülerinnen und Schüler sind erfasst und der Freistaat Bayern trägt zwei Drittel der Mindereinnahmen. Und das Angebot ist trotz Corona ein guter Erfolg gewesen bei vielen jungen Menschen in Stadt und Land. Und es ist natürlich dann auch klar, dass man da längerfristige Kundenbindung an den ÖPNV damit auch verbinden kann. Corona und das 9-Euro-Ticket erschweren aktuell die vorgesehene Evaluierung der Tickets. Und darum wollen wir den kommunalen Aufgabenträgern eine Verlängerung des Tickets bis 31. Juli 2025 anbieten. Das 365-Euro-Ticket bleibt damit als sinnvolles Ergänzungsangebot zum geplanten Deutschland-Ticket. Gestatten Sie mir da eine Zwischenbemerkung. Wir hoffen natürlich, also wir Verkehrsminister, dass am Donnerstag der Bund sich mit dem Ministerpräsidenten auf eine Lösung verständigt. Sie haben das auch gelesen, auch der MVV hat beschlossen, wenn Bund und Land für die Mindereinnahmen, für den Ausgleich sorgen, dann wird man nicht mitmachen. Wir wollen natürlich, dass es flächendeckend eingeführt wird. Wir als Länder, auch wir als Freistaat Bayern, haben hier angeboten, dass wir auch über die 3 Milliarden hinaus die Hälfte von dem Defizit tragen würden. Aber jetzt ist da der Bund an der Reihe. Und ansonsten gibt es den Flickenteppich, ich habe das ja gesagt, wir können es eigentlich für den Schienenpersonennahverkehr, da sind wir Besteller, da können wir es entsprechend umsetzen. Aber in den Verkehrsverbünden sind natürlich die Verkehrsverbünde und die Kommunen gefordert und die brauchen Sicherheit und das deutschlandweit. Ja, es gibt da
nach wie vor hier große Unsicherheiten. Wir brauchen ein starkes Signal für einen attraktiven ÖPNV. Das 365-Euro-Ticket bleibt notwendig und relevant, gerade für alltägliche Fahrten wie etwa zur Schule. Und ist ein wichtiges Angebot zur frühzeitigen Bindung der jungen Menschen an den ÖPNV. Und auch, sagen wir, man kann da, wenn es entsprechend angenommen wird, auf der Taxi-Mama in Anführungsstrichen entsprechend dann auch verzichten. Es geht dann weiter mit den geplanten Verbunderweiterungen im MVV und beim VGN. Zum Dezember 2023 sollen zudem noch mehr junge Menschen gerade im ländlichen Raum profitieren. Wir weiten ja hier aus beim MVV Stadt und Landkreis Rosenheim, Landkreis Miesbach und der südliche Landkreis Bad Tölz, Wolfratshausen. Beim VGN die Städte Hof und Coburg, die Landkreise Hof, Coburg, Kronach, Kulmbach, Wunsiedel und Tirschenreuth. Und das ist nochmal ein zusätzliches Potenzial von ungefähr 130.000 Schülerinnen und Schülern, die hier in Genuss kommen. Also auch da gilt das gleiche Angebot, dass der Freistaat Bayern 2/3 der Mindereinnahmen übernimmt. Und außerdem, das kommt on top dazu, unterstützen wir die Region Aschaffenburg. Also ich habe vorher angesprochen, im Großraum Würzburg gilt das Ticket schon, in Hessen gilt es auch. Dazwischen haben wir Lücke. Also im Bereich Aschaffenburg will man vor Ort auch das 365-Euro-Schülerticket einführen. Das haben wir auch entsprechend mitbeschlossen. Und das Gleiche gilt für den Landkreis Lindau, der hier im Austausch mit Baden-Württemberg ist. Also da soll das im nächsten Jahr zum Start der Schule im, je nachdem, Baden-Württemberg, glaube ich, im August, bei uns im September dann eingeführt werden. Wir haben uns darüber hinaus mit dem ÖPNV-Rettungsschirm beschäftigt. Der ÖPNV-Rettungsschirm des Bundes und der Länder im Jahr 2022 wird fortgesetzt. Die hälftige Aufteilung der Kosten für die Jahre 2020 bis 2022 im Vergleich zu 2019, das ist die Basis. Und die pandemiebedingten Schäden, die werden auch 2022 zu 100% ausgeglichen und ist das gleiche Vorgehen wie die anderen Länder. Für 2022 haben wir zusätzlich Landesmittel in Höhe von 380 Millionen Euro bereitgestellt und rund 353 Millionen sind bis Anfang November schon ausbezahlt worden. Also die Verkehrsunternehmen und die ÖPNV-Aufgabenträger haben Hilfen rechtzeitig erhalten, um Angebotsreduzierungen und pandemiebedingte Preiserhöhungen zu vermeiden. Wichtig ist uns, dass die Funktionsfähigkeit des ÖPNV dauerhaft gewährleistet wird und dass es auch unter der Pandemie gewährleistet wurde. Ohne die Hilfen wäre das alles nicht gegangen. Hätte es auch viele Insolvenzen gegeben. Ich möchte mich bei den Regierungen bedanken, die hier als Bewilligungsbehörden tätig waren und ihre umfangreichen Aufgaben doch hervorragend erfüllt haben und erfüllen. Die Höhe des pandemiebedingten Gesamtschadens im ÖPNV lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret beziffern. Das wird erst im Jahr 2024 der Fall sein, nach der Prüfung der ganzen Schadensnachweise. Ja, wie gesagt, wir sind da entsprechend dabei. Ich glaube, heute lauter positive Themen, die wir hier beschlossen haben. Und ein weiteres für zwei Regionen sehr, sehr wichtiges Thema ist das Thema Neigetechnik im Schienenpersonennahverkehr. Das ist also gerade der Nordostbayern ist massiv jetzt an mich herangetreten über alle Kommunalpolitiker und Abgeordneten. Wir haben ja da das Problem, dass die Franken-Sachsen-Magistrale nicht elektrifiziert wird. Das hätte vielleicht ein bisschen einen Puffer herausgenommen. Ich komme gleich noch zur Technik. Ich habe das ja schon einmal ausgeführt hier. Der Bund hält sich da sehr zurück mit dieser Aufgabe, die er nach dem Grundgesetz hat. Und darum möchte ich jetzt ein paar Themen zum Thema Neigetechnik sagen, weil wir bis dahin eine vernünftige Lösung brauchen. Die Züge mit Neigetechnik können sich, wie der Name schon sagt, in die Kurven neigen, wie ein Motorrad. Und sie können natürlich dadurch schneller fahren und es verkürzt die Reisezeiten. Allerdings gibt es bisher nur einen Fahrzeugtyp, der ist mit Diesel angetrieben und nicht barrierefrei. Und wir haben heute beschlossen, dass wir an der Neigetechnik festhalten wollen, um den Schienenpersonennahverkehr attraktiv zu halten, trotz höherer Kosten. Und hier soll, und sagen wir, die Züge, die wir jetzt haben, die Lokomotiven,
die kommen schon langsam ans Ende der Lebensdauer. Also 2028 bis 2030 werden die aus dem Verkehr gezogen. Bis dahin brauchen wir neue Lösungen. Darum heute der Beschluss, dass wir im ersten Quartal 2023 hier in die Ausschreibung einsteigen können. Wir wollen ein neues, barrierefreies Neigetechnik-Fahrzeug mit Wasserstoffantrieb. Es gibt zum Beispiel Interessenten, können sich auch alle bewerben, aber die dringendes Interesse angezeigt haben, die das auch herstellen würden, ist die Firma Alstom. Das Fahrzeug wäre eine Weltneuheit und könnte überall flexibel eingesetzt werden. Es kann zum Beginn, wenn wir jetzt keine Elektrifizierung haben, mit der Brennstoffzelle fahren. Wenn, was wir alle hoffen, dann zumindest teilweise Elektrifizierung kommt, kann auch die Brennstoffzelle herausgenommen werden und in anderen Zügen eingebaut werden. Hier kann man dann mit dem Akku fahren, weil man auf den Strecken, in denen Elektrifizierung besteht, dann laden kann. Und wenn es mal eine dauerhafte Elektrifizierung geben würde, kann man auch den Akku entsprechend ausbauen. Also wir sind für alle Eventualitäten hier entsprechend auch gerüstet. Und ein solches innovatives und mehr funktionales Fahrzeug ist besonders wichtig, weil noch nicht alle Strecken im Allgäu und in Nordostbayern, ich habe die Franken-Sachsen-Magistrale angesprochen, elektrifiziert sind. Und da geht es natürlich darum, dass die ganzen Anschlüsse zum ICE, zum Beispiel in Nürnberg, alle nicht erreicht werden würde, der 14 Minuten zu spät kommt und dann eigentlich wieder auf die volle Stunde gewartet werden müsste. Darum ist die Region sehr daran interessiert, dass wir da entsprechend vorankommen. Darum steigen wir in diese Ausschreibung entsprechend auch mit ein. Ja, dann zum Thema regionaler Holzbaupreis. Wir haben wir leisten hier einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Da ist der ganze Baubereich gefordert. Sie wissen, wir wollen in Bayern 2040 klimaneutral sein. Und dabei spielt das Thema der Baustoff Holz natürlich eine wesentliche Rolle. Wir haben heute einen attraktiven Preis für Bauherren auf den Weg gebracht. Den regionalen Holzbaupreis richtet sich an Kommunen, Landkreise, Bezirke und auch an Träger von staatlich geförderten Schulen oder Kindergärten. Bauherren der öffentlichen Hand haben eine Vorbildfunktion und sie sollen natürlich mit dem neuen Preis motiviert werden, noch mehr mit Holz zu bauen. Dann ist der regionale Holzbaupreis des Bauministeriums eine passende Ergänzung zum bestehenden Holzbaupreis des Forstministeriums, die gemeinsam mit Pro Holz Bayern sich an Architekten und Planer richtet. Voraussetzung für den regionalen Holzbaupreis des Bauministeriums ist die Verwendung von Holz in den tragenden Konstruktionselementen von Gebäuden. Im Regierungsbezirk sollen zwei Preise entsprechend prämiert werden. Das Preisgeld ist schon stolz, jeweils 10.000 Euro. Wir stellen insgesamt also 140.000 Euro zur Verfügung. Die Bewerber können ihre Maßnahmen ab dem 16. Dezember digital einreichen, zwar bis zu Ende Februar. Und für die weiteren Informationen haben wir auch eine Homepage eingerichtet, also www.regionalerholzbaupreis.bayern.de. Also, glaube ich, eine wichtige Sache. Und wir gehen davon aus, dass sich viele Kommunen und öffentliche Träger entsprechend an uns wenden werden. Dann habe ich noch angesprochen das Thema Umwandlungsverbot. Das ist die Gebietsbestimmungsverordnung Bau. Das wird vor allem in den Großstädten, Sie haben es auch da und dort gelesen, München wartet darauf. Wir haben ja zum 16. September in Kraft gesetzt den sogenannten Paragraph 201a für angespannten Wohnungsmarkt. Jetzt kommt das Umwandlungsverbot, dass Sie Mietwohnungen dann nicht in Eigentumswohnungen entsprechend umwandeln dürfen. Ich komme noch gleich zu den Einzelheiten. Und wir wollen in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten dieses Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen einführen. Mit Hilfe eines externen Gutachters hat unser Ministerium 50 Städte und Gemeinden ermittelt, in denen das Umwandlungsverbot gelten soll. Das ist was anderes, sage ich, wie die andere Kulisse. Das ist nicht deckungsgleich, weil es in etlichen Gemeinden, die angespannten Wohnungsmarkt haben, nicht reine Mietwohnhäuser gibt, die mehr als 10 Wohneinheiten haben. Und das Umwandlungsverbot wird entsprechend dann jetzt an die Verbände ausgerollt, unsere Verordnungsentwurf. Zum Kleineigentümerschutz werden Wohngebäude mit bis zu 10 Wohnungen vom Umwandlungsverbot ausgenommen. Also wenn sich jemand
als Altersvorsorge so ein Mietshaus entsprechend gebaut hat und dann hinterher mit der Erbfall eintritt, dann sollte es natürlich nicht möglich sein, dass man das auch untereinander aufteilt und nicht insgesamt dann veräußern muss. Darum ist hier die Grenze eingezogen, das ist bundesrechtlich möglich und wir können von diesem Entwurf und von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Wir werden jetzt in die Verbändeanhörung gehen und wieder alle, so wie bei der 201a, alle Gemeinden und Städte in Bayern anschreiben, damit die sich mit dem Thema auseinandersetzen können. Und nach der Verbändeanhörung wollen wir das in Kraft setzen, nach Möglichkeit noch im ersten Quartal 2023. Dann haben wir alle Dinge, die im Baulandmobilisierungsgesetz möglich waren, auch bei uns in Bayern entsprechend umgesetzt. Das waren die Themen, mit denen wir uns heute ausführlich beschäftigt haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Den Anfang macht Wolfgang Ranft von der Bild-Seite. Danke. Herr Holecek, Sie haben gestern den Tag über viel diskutiert mit den anderen Gesundheitsministern über eine einheitliche Lösung bei der Maskenpflicht. Hat ja nicht geklappt. Würden Sie dem Bund jetzt dringend empfehlen, dass die Maskenpflicht im ICE auch aufgehoben werden sollte? Und vielleicht können Sie mir für meinen Hintergrund auch ein bisschen sagen, wo verläuft eigentlich genau die Grenze zwischen ÖPNV und überregionalem Bahnverkehr, in dem dann die Maske weiterhin noch getragen werden muss? Oder sind Sie da der bessere Ansprechpartner, Herr Bernd Reiter, weil Sie die Züge alle kennen? An Sie hätte ich auch noch eine Frage, Herr Bernd Reiter. Die Klimaaktivisten waren ja heute Morgen schon wieder unterwegs auf der Autobahn, dieses Mal Blockaden. Gibt es Ideen, Pläne, Vorstellungen, wie man Autobahnen, die Schilder, die so gerne beklettern, schützen kann, dass diese Aktionen von Anfang an gleich unterbunden werden können? Also, wir werden mit diesem Coronavirus leben müssen. Das sagen die meisten Experten und mit wem sie auch sprechen. Das war für uns auch eine Frage der Entscheidungsparameter zu sagen, Eigenverantwortung ist an dieser Stelle gefragt, neben der Verhältnismäßigkeit. Und ich kann sagen, der Sündenfall ist doch damit aufgetreten, dass man angefangen hat zu sagen, in den Flugzeugen nicht. Erinnern Sie sich an den Regierungsflieger? Ich weiß tatsächlich nicht, ob das der Auslöser war. Da waren die ohne Maske drin gesessen. Im nächsten waren sie mit Maske drin gesessen. Dann hat man irgendwann gesagt, ja, da ist der Luftaustausch ganz anders. Das kann man nicht machen. Und im Fernverkehr bleibt's. Damit begann doch diese Diskussion, die dann irgendwo nicht mehr schlüssig und plausibel gewesen ist aus meiner Sicht. Deswegen haben wir jetzt an der Schnittstelle, dass unsere Verordnung heute bzw. am 9. ausläuft, eine neue Entscheidung gefällt. Und ich kann dem Bund nur raten, das auch zu überdenken, bin allerdings nicht sehr hoffnungsfroh, nach dem, was gestern auch kommuniziert wurde über diese Dinge. Wir werden nicht die Verantwortung verlassen, dass wir weiter hinschauen, um das auch nochmal deutlich zu sagen. Wenn sich Parameter ändern in der Beurteilung BQ1, BF7 und all dieser Dinge, dann schließe ich auch nicht aus, dass wir wieder mal andere Maßnahmen treffen müssen. Aber wir müssen auch lageangepasst zu dem Zeitpunkt schauen, was ist jetzt noch angebracht und was nicht. Und das haben wir tatsächlich aus meiner Sicht auch so gemeinsam jetzt getan. Und wir haben es uns auch nicht leicht gemacht. Das Thema der Fahrzeuge, Christian, korrigier mich, ist eine Frage der jeweiligen Zugart, glaube ich auch. Wenn es ICE ist oder andere Themen, Intercity Express, Sprinter, Eurocity, dann reden wir da vom Fernverkehr. Nahverkehrszüge sind Regionalexpresse, Regionalbahnen, S-Bahnen und andere Zugkategorien. Aber ich denke, das kann der Kollege sicher ergänzen. Ja, also das ist ganz einfach. Der Fernverkehr, für den ist der Bund zuständig und die Deutsche Bahn ausschließlich. Und darum hat der Karl Lauterbach, muss ich sagen, die Regelung getroffen. Ich habe gestern gehört, mein Eindruck, dass man da innerhalb der Ampelkoalition auch nicht glücklich ist. Ich kann nur empfehlen, oder wird auf mich keiner hören, oder der Herr Lauterbach nicht hören, dass man auch beim Fernverkehr die Maske wegnimmt. Man kann, ich habe heute früh an einer Videokonferenz teilgenommen, da musste der Kollege mit Maske ganz allein im ICE sitzen, aber es steht dort Maskenpflicht. Mir wird auch gesagt, wenn der Zug dann von Baden-Württemberg Richtung Frankreich die Grenze überschreitet oder bei uns in Passau Richtung Österreich, dann gibt es eine Ansage, jetzt dürfen Sie die Maske abnehmen und beim Umdrehen wieder, jetzt müssen Sie die Maske aufziehen. Und ich habe hier auch in München von den Verantwortlichen
Hinweise bekommen. Also entweder ihr schafft die Maske ab oder ihr verstärkt den Polizeieinsatz, weil viele Leute schon nicht mehr tragen. Wir haben ja immer gesagt, dass wir noch den Infektionsgeschehen gehen. Wir haben es vorher gehört, wir sind Gott sei Dank momentan am Schlusslicht der Tabelle, also wenig Infektionen. Und wir haben immer gesagt, dass wir danach entsprechend auch entscheiden. Und das ist die Lage. Wir haben uns letzte Woche mit dem Kleister Verkehrsminister auch unterhalten. Da ist auch unterschiedliche Auffassungen. Einen wollen 1. Januar, manche am 1. März. Sie wollen synchronisieren mit dem Fernverkehr. Ich würde empfehlen, nochmal, dass man beim Fernverkehr wie im Flugzeug jetzt auf Eigenverantwortung setzt und das entsprechend dann auch so umsetzt. Meine Frage hatte sich eigentlich aus der Perspektive der Benutzer gerichtet, damit die überhaupt wissen, in welchem Zug brauche ich denn jetzt was und in welchem Zug nicht. Also so, wie es Herr Holecek gerade eben gesagt hat, das erfordert ein bisschen wissenschaftliche Untersuchung des Reisemittels, bevor man losfährt, oder? Na, es ist eigentlich schon, so wie es gesagt wurde, beim ICE, beim EC und bei allem, was der Regionalverkehr ist, was Sie mit dem MVV fahren können, was Sie hier mit den Regionalbahnen fahren können, das ist alles, das sind Zuständigkeit des Landes, darum sind wir für die Regelungen zuständig. Also zur Autobahn möchte ich mir jetzt nicht herausreden, also da ist unser Ministerium nicht zuständig. Erstens haben wir überhaupt keine Entscheidungsmöglichkeit mehr bei den Autobahnen, seitdem das zur Autobahn GmbH gewechselt ist. Und zur Überwachung ist das Innenministerium zuständig. Da kann ich jetzt aus dem Stegreif dazu nichts sagen. Henrich Stern von der Mainpost. Gibt es denn inzwischen Klarheit, auf welche Art und Weise die unrechtmäßig erhobenen Corona-Bußgelder zurückgezahlt werden können? Wir sind da immer noch im Feintuning, wenn Sie so wollen, werden da auch mit den Kommunen drüber reden. Mir ist es ganz wichtig, dass wir da die Kommunalvertreter mit einbeziehen. Ich gehe davon aus, dass das auf jeden Fall auf Antrag erfolgen muss und eine Einzelfallbeurteilung ist. Aber die Details werden gerade noch ausgearbeitet. Peter Queton vom BA. Herr Holecek, ich wollte gerne fragen, Corona, Sie sagten, Sie beobachten das Infektionsgeschehen. Wenn ich dem LGL glauben darf, haben wir 6% mehr hospitalisierte Fälle und über 23% Zuwachs an Intensivfällen. Ab wann ist es denn so, dass Sie dann sagen, da überlegen wir uns das, was wir jetzt machen, und ist es angesichts dieser Zahlen die richtige Maßnahme, die Maskenpflicht in ÖPNV aufzuheben? Danke. Also wenn ich die Zahlen mir anschaue und den letzten Monitoringbericht, den ich habe, dann sagt das LGL relativ deutlich, wir haben auf jeden Fall keine neuen Maßnahmen zu treffen, weil das Gesundheitssystem nicht überlastet ist. Und ich habe Ihnen ja beschrieben, dass die Verhältnismäßigkeit tatsächlich eine Rolle spielt. Wir haben am 5.12. insgesamt 125 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. Das heißt aber, wir wissen heute auch, dass viele nicht wegen Corona, sondern mit Corona in das Krankenhaus kommen. Davor waren es 120 Betten. Das ist eine leichte Zunahme, aber insgesamt natürlich nicht zu vergleichen mit den Werten, die wir zum Beispiel im Bereich der Delta Situation hatten. Und auch bei den Normalbetten ist es tatsächlich so, dass wir keine überdimensionierten Belegungen haben. Und außerdem muss man auch sehen, dass wir tatsächlich einen anderen Status auch haben der Menschen, die geimpft und genesen sind, also einen anderen Immunstatus. Und das führt in der Abwägung zu der Entscheidung heute. Außerdem darf ja jeder und keiner muss, verstehen Sie, ich habe Ihnen ja versucht deutlich zu machen, wir werden bei einer Empfehlung für die Maske bleiben. Ich glaube auch, dass dieses Thema der Maske sich möglicherweise in der Lebensrealität der Menschen über Corona hinaus tatsächlich einbehalten wird, dass viele vielleicht sagen, naja, das ist doch gar nicht so schlecht, ich setze die Maske auf, schützt mich auch gegen Grippe oder gegen was anderes. Bloß das kann ich halt nicht mit einer Verpflichtung verbinden nach dem jetzigen Infektionsschutzgesetz, weil das rechtlich auch gar nicht möglich ist. Von daher sagen wir klipp und klar, Maske ist wichtig, Maske ist hilfreich, aber du bist selber verantwortlich, ein Stück weit auch mit diesem Instrument richtig umzugehen.
Und heute hat, habe ich gerade mitbekommen, Sachsen-Anhalt genau den gleichen Weg bestritten und geht auch in die Eigenverantwortung über. Und ich prognostiziere, dass zum Jahreswechsel und auch mit Auslaufen der einzelnen Verordnungen in anderen Bundesländern dort etliche auch diesen Weg gehen. Wir haben es ja bei der Isolationsverpflichtung gesehen. Wir waren erst vier Länder, jetzt ist Rheinland-Pfalz noch mit dabei. Auch dort gibt es die Überlegungen. Es will keiner das Thema ignorieren, damit wir uns klar sind, und schon gleich gar nicht der Gesundheitsminister. Aber wir müssen halt an den verschiedenen Stellen dieser Pandemie auch so handeln, wie es verantwortbar und richtig ist und wie wir es aus der Lage heraus auch tun können. Christoph Wiesel vom ZDF. Hallo, ich habe auch eine Frage an Herrn Holleczek. Herr Minister, was bedeutet das, die Abschaffung der Maskenpflicht jetzt für vulnerable Gruppen? Ist das auch ein Thema bei Ihnen gewesen? Denkt man darüber auch drüber nach? Und das andere, jetzt sagen ja auch einige Experten und Ärzte, das Maskentragen, das kann ja auch nicht nur für Corona, sondern auch gegen andere Viren vielleicht hilfreich sein, gerade jetzt im Winter. Trotzdem sagen Sie jetzt, die Maskenpflicht endet. Ne, das habe ich, wenn Sie gerade zugehört haben, tatsächlich ja gerade gesagt. Wir können keine Maskenverpflichtung an das Infektionsschutzgesetz 28b knüpfen, die auf die Grippeviren abhebt oder auf RS-Viren, sondern das Infektionsschutzgesetz des Bundes sagt, es sind Masken im ÖPNV zulässig in Bezug auf Corona und auf eine Überlastung des Gesundheitssystems in der Kumulation. Und deswegen ist es völlig richtig, dass die Experten sagen, die Maske macht jetzt auch noch Sinn, weil wir eine hohe Grippewelle haben, aber es ist eben keine Verpflichtung möglich. Da müsste der Bundesgesetzgeber die Rechtsgrundlage schaffen, was ich im Moment nicht sehen kann, damit die Länder das tatsächlich machen könnten. Und deswegen eben freiwillig, weil wir wissen, Influenza steigt, da hilft die Maske, aber eben Eigenverantwortung. Corona ist in den Zahlen, die wir haben, im Rückzug 6% gegen 36%, Influenza gegen 19% RS und von daher eben die Frage so beantwortet. Vulnerable Gruppen sind selbstverständlich im Kern. Wir sind von einer Frage des Containments ja in eine Frage der Protection, also der Schutzes der vulnerablen Gruppen inzwischen gekommen. Und Schutz heißt Krankenhäuser, natürlich auch Einrichtungen, Pflege und Altenheime, aber auch ehrlicherweise, wenn Sie eine gut sitzende FFP2-Maske haben, dann schützen Sie natürlich sich und andere auch. Deswegen arbeiten ja auch viele im medizinischen Bereich übrigens mit einer FFP2-Maske, auch mit Infizierten übrigens zusammen und schützen sich durch diese Maske vor einer Infektion. Also insofern kann jeder natürlich diesen individuellen Schutz auch anwenden und sollte das natürlich auch tun. Und ich will einen letzten Satz sagen. Wir haben ja sonst keine Maskenverpflichtung in Innenräumen. Ich würde auch die Maskenempfehlung weiterfassen wollen, nicht nur auf den ÖPNV, sondern dort, wo man eng zusammen ist und wo Menschen vielleicht auch mit Immunsystem Probleme haben oder andere Dinge, ist die Maske ein gutes Mittel und jeder kann davon Gebrauch machen. Weitere Fragen sehe ich nicht. Damit schließe ich die Pressekonferenz. Vielen Dank.